Leute, ich teste und prüfe die Produkte meiner Kolleginnen und Kolleginnen auf Herz, Niere und linken Lungenflügel. Das ist sehr geil. Und das sogar, obwohl die abgelaufen sind. Werde ich in dem Fahrstuhl der kulinarischen Wunder stecken bleiben? Aua, mein Zahn! Das ist ja der größte Schritt ever! Hungrig und stur. Oder bringt er mich zum Gipfel meiner Geschmacksknospen? Elevate your breath. Also, was ich damit sagen wollte, schmecken Influencer-Food-Produkte oder ist es einfach nur Schrott? Emulgatoren, Emulgator. Viel Spaß mit dem Video und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, falls ihr mehr Videos wollt. Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! Ich glaube, ich lauf nicht, mein Baby match mein Outfit. Ja, das ist ein neuer Song. Ja, Leute, ey, was? Ich habe jetzt echt schon viele Songs aufgenommen und es freut mich so, dass Powerpuff Girl, ne, dass ihr das abfeiert, dass ihr eure Booty shake und dass ihr einfach, ne, das in euren Ohren habt. Und ich glaube, das wird alles noch sehr cool. Ich muss auch sagen, jetzt mit Dagi und so, das ist auch alles H-A-M-M-E-R. Und ich habe mir vorgenommen, nächstes Mal, wenn ein Song droppt, möchte ich eine Release-Party machen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch euch einladen. Ich glaube, ich werde einfach so Tickets verlosen und so, aber ich möchte unbedingt mit euch zusammen feiern und dann auch noch auf geile Musik. Alter, das ist schon mal Endlevel. Heute geht es aber hier um was ganz anderes. Ich habe sehr doll Hunger und ich werde heute hier die Influencer-Produkte des Jahres testen. Also das sind nicht die des Jahres, sondern einfach die, die es aktuell auf dem Markt gibt. Da sind auch Sachen dabei von Menschen, die ich persönlich schon gerne mag. Das war jetzt ein bisschen untertrieben, denn wir haben zum Beispiel auch Julia's Donuts. Sie hat ja mit Kaufland Donuts rausgebracht. Ach, das werden wir heute alles testen. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe sehr Hunger. Ich habe meine Haare gewaschen. Ich war duschen. Das hat alles so lange gedauert. Und jetzt, ich brauche unbedingt mein Frühstück. Starten wir mit einer wundervollen Cornflakes Bowl. Leute, die mich kennen, wissen, das ist eine Kerze. Boah, ey, es riecht immer noch so krass hier an. Wir starten aber wirklich mit Cornflakes. Und zwar haben die Elevator Boys, ja? Kann ich mal bitte kurz aus der Regie Fahrstuhlmusik? Die haben nämlich Cornflakes rausgebracht. Was war das für ein geiler Move? Ich finde es ein bisschen scheiße, weil ich wollte auch gerne Cornflakes rausbringen. Und jetzt, ne, sind die halt, jetzt haben die das schon gemacht. Da war der Fahrstuhl schneller oben bei denen als meiner, ne? Die haben das zusammen halt mit diesem Hoodie raus. Boah, meine Schale. Warum ist meine Schale so dreckig? Ich schwör's euch, ich bin nicht für den Haushalt gemacht. Ich stehe jetzt auch sicherlich nicht auf und mache das sauber oder so. Reicht ja, wenn ich das mit meinem Oberteil so ein bisschen auswische, oder? Ich teile hier meine deepesten Haushaltsgeheimnisse mit euch. Diese Hoodie-Farmer machen eigentlich sonst so Bowls und sowas. Und jetzt bin ich ja gespannt, ne? Was die hier so auf dem Kasten oder auf dem Karton haben. Am meisten bin ich eigentlich gespannt auf diese Zimtschnecken. Deswegen starten wir damit auch. Okay, hier steht auch drauf, wir sind die Elevator Boys und absolute Cereal-Fans. Wir haben uns mit Holy zusammengetan und hochwertige Cereals entwickelt, die mit deutlich weniger Zucker und ganz ohne Zusätze auskommen. Und dabei immer noch richtig mega schmecken. Elevate your breakfast. Kein raffinierter Zucker. Dieser Zucker ist nicht so raffiniert wie die ganzen anderen. Wow, das sind so kleine Zimtschnecken. Das ist ja, okay, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr geil. Also vom Look her, ne, muss ich schon mal sagen, hey Leute, wirklich geil, was er da gemacht hat. Ich habe natürlich hier diese Müsli-Schale auch perfekt zu meinem Oberteil ausgewählt. Haha. Denn wir sind hier auf einem professionellen YouTube-Kanal. Das sieht aus wie so eine kleine Radwurstschnecke. Kennt ihr die? Hä? Boah, das ist so unsatisfying, Digga. Wenn ich Cornflakes essen will, dann sollen die auch noch Cornflakes schmecken. Ja, schmeckt viel zu gesund, Digga. Hey, die schmecken auch. Bin ich dumm? Die schmecken doch gar nicht nach Zimt. Okay, Weizen vollkommen Dattelsirup. Haferflöffel. 15,8% Zimt. Also, das sind jetzt Cornflakes. Die sehen auch aus wie so kleine Kackhaufen. Ach, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob die durch die Milch jetzt irgendwie mehr den Taste bekommen, aber ich denke eher nicht. Mhm. Ja. Ja, okay, wenn man zwei auf einmal im Mund hat, dann, ja. Also ich muss sagen, mit Milch schmecken die schon besser. Erst war meine Stimmung eben wirklich im Keller, aber dann auf einmal, ne, kam der Aufzug und hat sie wieder nach oben in die dritte Etage gefahren. Nee, schmeckt doch, also, so ist ganz geil. Und gut, ne, die sind halt wirklich viel gesünder. Das ist schon ganz geil. Krass, ja, okay, die sind halt mit Dattelsirup gewürzt. Also, gesüßt. Es ist eine gute, gesunde Alternative. Wenn man halt richtig Bock auf so süße, geile Cornflakes hat, dann ist es halt richtig unsatisfying. Aber vielleicht können dann ja die Chillo Pillows noch ein bisschen nachliefern. Mit fettarm Kakaopulver, Dattelsirup. Okay. Hä? Ach, die sind nicht von denen? Hä, da steht dann nicht Elevator Boys drauf. Laber doch nicht! Die Asozialen. Wisst ihr nämlich was? Ich habe auch nie gesehen, dass sie die promoted haben. Ich habe die mal in so einem Bundle gekauft. Ich habe da noch drei Packungen stehen davon. Von jedem Paar habe ich zwei Stück, ne? Und ich dachte nämlich, weil ich dieses Video schon viel früher drehe, damit ich die halt schon habe, bevor jeder andere die hat und ich das testen kann und ihr das dann seht und, ne? Die haben mich verarscht. Die sind nämlich gar nicht mit diesen Elevator Boys. Digga, das sind nur die! Ach so! Ja, die will ich jetzt trotzdem probieren. Ey, jetzt habe ich sechs Packungen Cornflakes. Die Chillo Pillows. Ich erhoffe mir davon, dass sie mehr nach Schokolade schmecken. Mhm. Elevator Boys, warum habt ihr nicht diese Chillo Pillows mit denen zusammen gemacht? Die schmecken ja viel geiler. Ich muss sagen, geile Alternative zu diesen ganzen, diese weiße Zucker und so, ne? Der weiße Zucker soll ja die Droge des Alltags sein, ne? Habe ich ganz viele Dokus drüber gelesen. Die Chillo Pillows bekommen 8 von 10 und diese Dings Zimtschnecken in klein bekommen so 6 von 10. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, wo ich mir denke, okay, der wird mich jetzt hier, obwohl ich nicht auf einem Hocker sitze, trotzdem gleich vom Hocker reißen. Jedes Donut-Time. Eigentlich habe ich
deswegen das Video gemacht, weil ich dachte, Digga, ich möchte es testen und ich möchte meinen Senf zu dem Donut hinzugeben. Ich weiß nicht, so eine geile Mischung, aber wir probieren das jetzt mal. Mein Habibi Julia hat nämlich richtig geile Donuts rausgebracht. Ihr Face einfach straight up auf dieser Verpackung. Ist das nicht gut? Ist das nicht super geil? Und jetzt kommt der ultimative Test, ob Julia auch wirklich Geschmack hat und nicht nur so tut, ne? Wir haben ja schon mal öfter zusammen gegessen oder sie hat auch schon mal gekocht. Da muss ich sagen, das war immer geil. Aber wie das bei ihren Donuts ist, wow, okay, geil. Ich liebe Donuts über alles. Vor allem liebe ich Donuts mit dunkler Schokolade. Da sind auch noch gefriergetrocknete, was ist das? Himbeeren, ne? Donut gefüllt, oh, der ist auch noch gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme, Alter. Ich hab so Bock da drauf, ne? Geil, sehr geil. Boah, auch noch gefüllt. Krank. Das nenne ich doch mal einen ordentlichen Schokodonut. Einfach Julia Donut X geworden, was los? Ich bin aber auch noch so ein anderes Girl von Kiki's Kitchen. Kiki, do you eat me? Die sind mit. Was ist hier drauf? Die sehen ja auch geil aus, ne? Also von außen sprechen mich Julias auf jeden Fall mehr an, weil ich so richtig die sind mit Haselnusscreme überzogen, nee, gefüllt, überzogen mit einer Fettglasur. Und dekoriert mit einem Mix aus karamellisierten und gerösteten Haselnüssen. Das wiederum ist meine Welt, ne? Warum ist der so hart? Oh, scheiße. Ey, die waren bis zum 24.05. gültig. Heute ist der 2. Juni. Wir sind über eine Woche abgelaufen. Aber irgendwie sehr hart. Aber vom Geschmack her kann ich trotzdem sagen. Also Julia kriegt sowieso nochmal einen Pluspunkt, weil sie Julia ist. Aber Kiki's Kitchen, Digga, sie hat auch abgeliefert, ne? Und das sogar, obwohl die abgelaufen sind. Kann irgendwas passieren? Ich krieg gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Scheiße. Entweder ich habe zu viel gegessen oder das ist echt nicht mehr so gut. Ist euch übrigens aufgefallen, da steht ein neues Sofa. Das ist aber nicht richtig mein Sofa, das ist ein anderes Sofa. Also das steht nur gerade da, weil da gerade kein Sofa steht, weil ich mein anderes schon verkauft habe. Da kommt noch ein Sofa hin, weil ich habe ja ein neues Sofa bestellt. Oh mein Gott, ich habe so auf ein Sofa gesagt. Jedes Mal, wo ich Sofa gesagt habe, müsst ihr jetzt ein Sofa kaufen. Spaß, ein Trinken. Hey. Bald wird was richtig Geiles passieren. Leute, ich habe irgendwie so einen Drang in mir, Dinge zu erneuern und so Dinge neu zu machen. Und das ist ganz schlimm. Und deswegen wird es bald die Wohnungsrenovierung geben. Ja, okay. Auf jeden Fall werden wir hier ein bisschen was renovieren und ich freue mich da sehr drauf. Aber jetzt wird es erstmal crunchy, crispy und puffy. Wir haben hier Crispy Rob's Crunchy Puffs. Crunch, crunch, fühl mich wie ein Power Crunch Puff Girl. Crispy Rob, falls du noch einen Werbesong brauchst, ja, hit me up, ich bin hier. Ich war bei Kaufland und ich habe zufälligerweise gesehen und ich war so, Alter, Crispy Crunchy Rob, New Chips Alert. Dann habe ich auch auf YouTube gesehen, dass er ein Video dazu gemacht hat, wie er die hergestellt hat mit so einer eigenen, oh mein Gott, sind die große, was? Wow. Sieht aus wie der lange Hals von so einem Emo, ne, mit der Schnauze oder von einem Dinosaurier. Nein. Wow. Scharf. Spicy Paprika. Je mehr Spaß es macht, etwas zu essen, desto geiler finde ich das. Also sie sehen halt aus wie so Jumbo-Erdnussflips, aber das sind halt so, aber keine Erdnuss. Die werden aus Maiskörnern zu Maisgrieß verarbeitet. Nee, die sind aus Mais und wir werden mit Wasser zu einem Kalb vermengen. Steht ja alles drauf. Also das schmeckt babamäßig, ne? Krass, Alter. Das hatte ich ja noch gar nicht gelesen. Die hier sind einfach mit Käse-Honig-Geschmack. Ich mache an überall Honig dran. Wirklich, das schmeckt so geil. Feta-Käse mit Honig. Ne? Ich habe es in Griechenland zum ersten Mal gegessen und das war mein allergrößter Traum. Wirklich, das war das leckerste ever. Boah, die riechen richtig nach Füßen, die nicht gewaschen wurden seit 3 Tagen. Schmeckt nicht so. Diese Füße, die ich immer probiert habe, schmecken gar nicht so Spaß. Geil. Man schmeckt den Honig richtig doll raus. Das ist so richtig süß. Aber irgendwie halt auch wirklich krank. Geil. Man fühlt sich auch so, als ob man Luft essen würde. Also würzige, knusprige Luft. Super gesund. Ich erinnere mich von knusprig, würziger Luft und Liebe und dir. Auf der einen Seite habe ich noch Paprika-Geschmack, auf der anderen noch ein bisschen Honig. Aber kein Problem. Wir werden das Ganze jetzt hier runterspülen mit dieser Sugar Mommy Getränkdose. Das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ich habe es noch nie probiert und ich bezweifle, dass es anders schmecken wird als die ganzen anderen 1000 Eistees, die auf dem Markt sind. Ich habe letztens auch von Shirin David diesen Dirty Mango, Juicy Mango Eistee probiert und der war wirklich geil. Aber Digga, das ist direkt so ein halber Liter. Kippst du dir da einfach einen halben Liter Eistee rein? Ey, das ist so ungesund. Also wenn man sich das eigentlich mal reinzieht, aber naja. Oh, what the fuck? Granate, Apfel und Erdbeere. Hört sich auf jeden Fall geil an. Sieht auch geil aus. Tasten das hier mal. Da steht irgendwie drauf, dass da, Kohlensäure mit drin ist. Das ist nicht normal bei einem Eistee, ne? Ja, yes. Okay. Ist das überhaupt ein Eistee? Oder laber ich eigentlich komplette Scheiße? Wahrscheinlich, ne? Das soll gar kein Eistee sein. Das ist nämlich ein Erfrischungsgetränk. Wow. Ja, geil. Ja, doch. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und es schmeckt wirklich. Ich finde ja kohlensäurehaltige Getränke sehr geil, weil die sind dann so spritzig und die erfrischen deine Mundhöhle dann sehr und geben dir so einen kleinen Kick. Warum schmecke ich bei Pfirsich nichts? Und warum ist das, hat das hier eigentlich so eine Form? Soll das eine Vagina sein? Ja, man, es gibt doch auch diesen Trend, wo so Papayas und so dann machen, tun die Leute so, als wären die Obst und diese Papayas so weibliche Geschlechtsteile. Und da ist ja jetzt auch so Obst und vielleicht soll das auch ein weibliches Geschlechtsteil sein. Das ist jetzt alles sehr krass interpretiert, aber ja, man darf ja noch interpretieren. Was? Was? Okay, das ist ja der größte Schrott ever. Hier steht einfach, bei Zutaten kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen? Was soll die Scheiße denn? Was ist das denn? Ich sag's euch, scheiß mal auf dieses Getränk bitte und trinkt einfach Wasser. Das ist besser. Alter, das ist ja übelst der Scheiß. Also ich ernähre mich ja auch nicht ultra gesund. Au! Aber das ist ja richtig Absturz. Hier sind nämlich, ach so, also ne, hier steht, hier sind Farbstoffe E122 und E133. Und dann steht hier noch E122, Doppelpunkt, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Was für ein Scheiß, Digga, ich sehe die Farbe doch eh nicht, Alter. Wozu machst du da Farbstoffe rein? Ich trinke das doch aus dieser Dose. Kann Aktivität beeinträchtigen. Liegt dann so oder so, was ist in meinem Bett und kann dann nichts mehr machen. Was ist das denn? I want to be active. I want to be focused. I want to be... Aber vielleicht kann Knossi unsere Laune ja wieder aufheitern. Und zwar hat er mit Cookie Bros so einen Keksteig rausgebracht. Den habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so da gesehen. Oh mein Gott, geil. Da ist sogar so ein Löffel mit drin. Und dann kannst du einfach Keksteig löffeln. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass diese ganzen Produkte, ne, immer nur eigentlich scheiße sind? Also nur süße Sachen und nur irgendwelche Zucker... Also so... Eigentlich scheiße. Also ich überlege jetzt wirklich, vielleicht Paprika einfach anzubauen und zu verkaufen. Hallo, Salatkonzerne unter euch. Ich stehe zur Verfügung. Gesunde Lebensmittel mit meinem Gesicht. Darauf, ja, wobei ich zu Keksteig wahrscheinlich auch nicht nein sagen würde. Wer liebt keinen Keksteig, den man einfach so naschen kann? Ich lese mir das jetzt erstmal hier durch, ne? Bevor ich hier wirklich gleich keine Aktivität und keine Konzentration mehr habe. Hier sind nur Emulgatoren, Emulgator, Antioxidanzmittel und kann auch Spuren von Erdnüssen enthalten. Also wenn das jetzt nicht königlich schmeckt, ne, dann finde ich es scheiße. Hier ist the White Chocolate Flavor. Mhm. Boah. Okay, schmeckt krass nach. Ja, okay. Ich tue auch so, als ob die das alles selber hergestellt hätten. Als ob die zu Hause so in ihrer Küche da standen und das gemacht haben. Schmeckt halt geil, ne? Ich sag Eis, der schmeckt richtig geil. Boah. Ich will gar nicht wissen, wie viel Butter da drin sind. Ich glaube, die Hälfte davon ist einfach nur Butter. Schmeckt so cremig, Alter. Das schmeckt ja richtig geistes. Und dann sind hier auch noch so weiße Schokoladenstückchen mit drin. Mmh, schmeckt irgendwie so besonders lecker. Man kann ihn immer wieder schließen und in den Kühlschrank tun und dann immer weiter essen. Das ist total toll. Geil, Digga! Knossi hat offiziell sein Gesicht für was richtig Geiles hingehalten. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in mein Gefrierkühltruhenfach. Ich glaube, es wird jetzt richtig geil. Ich habe wirklich überall danach gesucht und ich schwör's euch, ich war in 10 Supermärkten und dann habe ich sie gefunden. Die Babo Pizza. Und noch eine Babo Pizza. Hofft! Also in 10 Supermärkten war ich wirklich vor Ort und habe nach dieser Pizza gesucht und ich habe davor schon, glaube ich, in 20 Supermärkten oder so angerufen. Die meinen alle nur, nee, wir haben nur die Capital Bra Pizza. Ich so, nee, ich möchte die Haftbefehl Pizza. Alle waren so, Haftbefehl? Nee, mit der Polizei haben wir nichts zu tun. Ha. Aber jetzt bin ich stolze Besitzerin 2 von den Baba Boba Bibi Habe. Haftbefehl, kranker Rapper. Ja, kriege ich Gänsehaut. Ich glaube auch, weil es gerade so kalt ist, diese Pizza. Gangsterella, ja? Die machen echt oft was so mit Rappern und so, machen geile Pizzen. Das ist halt auch mal mit Kappi gemacht. Und hallo, Gangsterella, Caramella. This is feeling very nice. Und noch keine weibliche Rapperin hat eine Pizza rausgebracht. Deswegen auch hier mein Richtig geil ist auf jeden Fall, dass es mit Rindersalami ist. Das bedeutet, we have no harami here in our home. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, diese Scheißpizza zu haben, ne? Als ich die gesehen habe, ne? Eine Oma stand neben mir, ne? Ich so, oh mein Gott, ja! Wirklich, ich hab so geschrien und die war so... Und ich glaube, sie war ganz kurz davor, sich auch diese Pizza zu kaufen, weil sie dachte, Alter, die Pizza muss krass sein. Stellt euch jetzt mal vor, so eine Oma macht sich so zu Hause so eine Haftbefehl-Babo-Pizza. Richtig ein Bild für die Götter. Die erste Pizza ist mit Rindersalami und mit einem Käsemix und Käsesoße. Ich meine, zieht euch das mal rein, einfach mit Käsesoße. Was geht ab? 402 Gramm. Die wiegt schon, bringt mehr auf die Waage, ne? 457 Gramm. Chicken Hollandaise mit Spinat und Gouda und eingebackener Tomatensauce. Number 2. Ich liebe es for real. So diese ganzen kleinen Details, hier steht so hungrig und stur. Und von hinten, da geht's erstmal richtig los. Das ist so währenddessen abseits von Offenbach einfach eine Hip-Hop-Pizza. Was geht ab? Babahaft, deine Spezialanfertigung ist frisch foliert. Bei ihm sieht halt einfach so richtig hochexplosiv aus und wie in so einem Drogenlabor. Ich meine, er hat früher auch viel Scheiße mit Drogen und so gemacht, ne? Deswegen ist es, glaube ich, safe darauf angespielt, oder? Hat auch nochmal was gerissen. Ey, man kann das hier hinten einfach aufmachen. Ich habe keine Ahnung warum. Ist einfach so wie so ein Adventskalender. Ich werde die nicht alleine essen. Ich habe mir jemanden eingeladen zum Pizza-Essen. Die beiden kommen jetzt in den Ofen und dann hoffe ich einfach, dass es bös lecker wird. 30 Jahre später, wir haben fertige Pizza und wir haben natürlich auch hier passend einen Gast für unsere Pizza-Spektakel heute. Oh ja, ich habe so Mampfdampf. Was ist denn Mampfdampf? Kohldampf. Aha, geil. Was geht ab? Was geht ab? Willkommen zum Sucuk-Pizza. Rindersalami-Pizza. Das ist Sucuk. Das ist Rindersalami mit Käsesoße und Käse. 1A. Sucuk. Ja, guck mal. Was? Das Wasser einmal, wenn die das zusammenläuft. Darf ich schneiden? Zickzack, Kreis, Spirale oder normal Pizzaform? Zickzack, damit hättest du jetzt nicht gerechnet, ne? Ehrlich nicht, ich hätte gedacht, du wählst das schwerste Kreis aus. Jetzt muss ich Zickzack schneiden. Um die Dings herum. Oh mein Gott, direkt mitten durchs Herz, Alter. Oh, es sieht aus wie eine zerbrochene Pizza. Ich muss schnell schneiden, ich hab Mampfdampf, Digga. Ey, das sieht aus wie das Welt der Wunder-Logo oder VW, nur ohne D, ohne V. Boah,
Boah, ich sitze hier voll stressig. Geil, ne? Aus, ne? Ich stehe hier einfach jetzt so rum in der Ecke. Du kannst hier, der Platz, das ist doch total schön hier. Diese Beine, Dings, im Video. Ah, geil. Geil. Was, die schmeckt Bombe. Und das, was da höchstens nicht schmeckt, das ist nicht antauen hast lassen. Total. Dein erstes Stück war bestimmt mit Salami, ne? Boah. Unnormal lecker. Geil. Ich Hammer. Und das ist die Chicken Hollandaise Soße. Pizza. Boah, das hört sich crazy an. Ich bin jetzt auch. Ich habe gerade einfach so ein Stück von dir bekommen. Gefangen einfach. Das wäre sonst richtig da runtergefallen. Ja, schön schussiger. Ist noch krasser. Krass, geil. Will jemand mit mir eine pinke Pizza machen? Eine pinke? Pinke, einfach so Teig-Pink. Weißt du, mit rote Beete so. Gemüse. Ja, geil, oder? Aber wo ist die Hollandaise? Da drin? Ja. Hier, guck mal. Nein! Boah. War da wirklich jetzt Hollandaise? Boah, nimm mal lecker. Beide. Geil. Crazy. Hammer. Ohne Nachtisch geht natürlich gar nichts, Freunde. Deswegen holen wir jetzt noch einen Tisch nach. Mein liebstes Dessert ist Eiscreme und damit sind wir heute auch sehr gut aufgestellt. Im Fußball gibt es ja auch Ausstellungen und ja, Lukas Podolski spielt ja Fußball und der hat auch ein Eis zusammen. Was ist das schon wieder für eine Überleitung? Also falls jemand da auch noch einen Moderationsjob in mich hat, ne? Hier mir. Wir haben hier, ja, Lukas Podolski und Pietro. Die haben hier zusammen ein Spaghetti-Style-Eiscreme rausgebracht. Und wer hat nicht Bock auf Spaghetti-Eis? Also ich finde Spaghetti-Eis übel geil. Aber ich hasse eingefrorene Sahne. Es gibt ja Menschen, die feiern das übel. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, welches Team ihr seid. Team Hashtag eingefrorene Sahne oder Team Hashtag Sahne. Also ohne, dass sie eingefroren ist. Da das auch nur Spaghetti-Style ist, befindet sich hier einfach nur Eis mit Erdbeersoße und weißen Schokoladenstückchen drin. Und das, finde ich, ist eine geile Sache. Also das hört sich schon mal richtig geil an. And we're gonna try this now, here. Ich glaube, von diesem Ice Cream United. Oh, okay. You will never schlag alone. Gibt mir jetzt ein richtig gutes Gefühl gerade, Lukas. Nur erwachsen ist sexy. Wow, das hat mich jetzt überrascht. Das sieht ja legit wirklich aus wie so ein Spaghetti-Eis hier, so mit diesen Gehirnstrukturen und so da unten, wie man sehen kann. Oh, geil. Jetzt hoffe ich natürlich, dass diese Erdbeersoße und die Schokoladenstückchen sich nicht nur oben drauf befinden, sondern auch immer mal wieder im Eis auftauchen, weil sonst wäre das ja richtig blöd. Okay, es ist noch sehr hart. Es ist halt noch gefroren. Ich bin immer viel zu ungeduldig, um Eis zu essen. Es muss immer erstmal antauen. Ich glaube auf jeden Fall, in Köln gibt es einen Store davon, wo die halt so richtig Eiskugeln verkaufen. Von Lukas Podolski. Also, ist das sein? Digga, Lukas Kodolski? Lukas Köln-Dolski? Der kontrolliert ja Köln, Alter. Der hat da diesen Dönerladen. Davon hat er, glaube ich, keine Ahnung wie viele, dann diesen Eiscreme-Laden. Bro, macht ja richtig was für seine City. Geil. Mit viel Spaghetti-Eis. Jetzt bin ich hier gerade auf was gestoßen. Erdöl? Ich glaube, das ist noch Erdbeereis. Weil ich glaube, ja, die Soße. Ja, ja, ich wusste es doch. Nur die ersten 5 Minuten sehen aus wie ein Spaghetti-Eis und darunter ist einfach normales Erdbeereis und Vanilleeis. Geiles Eis, ich schwöre. Was? Da haben die sich als du richtig was überlegt. Da haben die mich auch nicht enttäuscht. Also, wenn da ein Musiker und ein sportlicher Mensch aufeinandertreffen, dann entsteht auch einfach mal so ein geiles Spaghetti-Eis. Und als ich das Eis gefunden habe, habe ich auch noch ein anderes Eis gefunden. Auch von Ice Cream United, aber mit Selfie-Sandra. Das hier ist aber kein Selfie, ne? Das hat jemand anderes, glaube ich, geschossen, das Foto. Also, hier ist halt sogar noch ein Autogramm auch von ihr drauf. Hier finde ich das nicht. Was ist denn hier los? Ich hoffe, das ist nicht zu süß. Also, da steht halt Marshmallow Candy. Und vom Namen her hört sich das einfach nur an. Okay, will never schlag alone again. Okay. Es sieht halt auch schon aus wie so eine Regenbogen-Furzwolke mit einem Einhorn, oder? Aber geil. Pastelltöne, richtig geil. Also. Das ist jetzt übrigens die beste Technik, um hier einen richtig perfekten Löffel rauszubekommen. Okay, ja, okay. Aha, innen drin befindet sich auch noch ein Cherry Sauce Swirl. Okay, das ist gar nicht meins. Aber ich mag auch nicht dieses blaue Delfino-Eis so gerne. Wobei, das ist eigentlich ganz geil. Aber an sich schmeckt das Eis geil. Also, das hat eine geile Konsistenz und so. Mama, du kannst dich schon mal freuen. Ich werde auf jeden Fall bald dir dieses Eis vorbeibringen. Ich mag sowas. Ich mag sowas richtig gerne. Das behalte ich aber. Eines habe ich noch auf Lager, Freunde. Mochi Cheesecake Salted Caramel. Von Nova Lana Love. Das Produkt gibt es schon so lange. Die heißt nicht mal mehr auf Instagram so. Die heißt ja jetzt Farina. Ich glaube, wir kennen jetzt alle mittlerweile Mochis. Die gibt es ja jetzt schon relativ lang. Ich hasse das, ne, wenn das passiert. Ey, wenn ich ein Produkt rausbringe, dann werde ich, das ist halt das wichtigste Kriterium sein, dass es auf den Markt kommt, ne? Dass man dieses Scheißding, ne? Dass man das auch richtig abmachen kann. Wozu ist denn das da? Ich verstehe es immer nicht. Also bei der Sorte dachte ich mir ja so, Alter, das hätte auch ich sein können, ne? Hier Cheesecake Salted Caramel. Sieht einfach perfekt aus. Stellt euch mal vor, ihr hättet so eine Haut. Wow. Was? Der schmeckt ja krass. Also der schmeckt ja wirklich. Da ist ja, wow, ein Eis mit Salted Caramel. Und jetzt bin ich auf den Salted Caramel Kern gestoßen. Wow. Es schmeckt auch nicht so Standard. Also ich hatte diesen Geschmack noch nie in meinem Leben. Ha! Aua, mein Zahn! Oh, ich habe Zahnschmerzprobleme. Aua! Ich habe es gerade so genossen, ne? Und das ist alles zerstört jetzt gerade. Aua, mein Zahn! Aber die Mochi schmecken echt gut. Freunde, ich bin wirklich begeistert. Also ich muss wirklich sagen, einige dieser Sachen waren wirklich Schmackofatzo. Und jetzt ist eure Kreativität gefragt. Nee, for real, schreibt mal in die Kommentare, welches Produkt ich mit wem am besten rausbringen sollte. Wenn ihr irgendwelche crazy Ideen habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram, folgt unserem Gastauftritt, Adi, auf Instagram. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in den Vlogs wieder auf Kim from the Vlog auf dem Channel. Ich am HDGDL und wir sehen uns bald wieder. Peace, haut rein. Muah.